Herzlich willkommen. In diesem Erklärvideo lernst du, wie du ein Säulendiagramm zeichnest. Hierfür brauchst du kariertes Papier, so klappt es mit dem Zeichnen leichter, einen Bleistift und ein Geodreieck oder Lineal, Buntstifte und Daten, zum Beispiel das Ergebnis einer Umfrage. Hier siehst du das Umfrageergebnis der Klasse 3a. Sie wurden befragt, welches Fach ihr Lieblingsfach ist. Diese Daten wollen wir nun in einem Säulendiagramm anschaulich darstellen. Zuerst wählen wir eine Überschrift: Lieblingsfächer der Klasse 3a. Anschließend zeichnen wir mit Lineal eine Y-Achse und eine X-Achse, die wir jeweils beschriften. Mit Anzahl der Kinder und dem Lieblingsfach. Danach skalieren wir die Y-Achse. So können wir die Daten besser einzeichnen und ablesen. Dann beschriften wir noch die X-Achse mit den einzelnen Fächern: Sport, Mathe, Kunst, Englisch, HSU, Deutsch und Musik. Nun zeichnen wir sauber die Säulen ein. Hierfür schauen wir nochmal in unser Umfrageergebnis und tragen die Anzahl der Kinder ein. In Sport sind es 6, in Mathe 5, in Kunst 4, in Englisch 5, in HSU 2, in Deutsch 2 und in Musik 1 Kind. Zum Schluss können wir die Säulen noch farbig gestalten, sodass wir das Diagramm noch besser lesen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zeichnen der Diagramme.